und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Unboxing von mir. Und ich habe hier ein Paket. Da steht ganz klar oben drauf Elbenwald. Und ich habe es noch nicht aufgemacht. Das ist überall noch zu. Und das ist das erste Mal, dass ich mir was von Elbenwald hierher liefern lasse. Ich war ja bei der Eröffnung des Kölner Stores. Hier war ich ja da. Habe ich mir diesen wunderschönen Lord of the Rings Ring hier geholt. Den einen Ring, den Ring der Macht. Und was ich jetzt hier drin habe, das sehen wir dann jetzt. So, einmal. Und so, genug gezuppt. Die brauchen wir, glaube ich, nicht mehr. Da. Das war klar. Eine komische Karte. Wie fühlt es sich an, ein Fan zu sein? Das lässt sich schwer beschreiben. Es wärmt von innen so ähnlich wie ein gutes Butterbier. Es weckt Begeisterung wie der Fund eines legendären Items in World of Warcraft. Und es entspannt wie das Gefühl, wenn man beim Schuhanziehen die Socken verkrumpelt und sie danach gerade zieht. Anders ausgedrückt, es umgibt uns, es durchdringt uns. Wie die Macht. Es hält die Galaxis zusammen. Wie die Macht. Wir hoffen, dass all diese Gefühle auf dich einströmen, wenn du dein Paket auspackst. Danke. Oh, guck mal, da ist ein süßes kleines Einhorn. Einhorn. So. Spaß beiseite. Elbenwald. Sicher auch in deiner Nähe. Ja. Das gibt's da. In meiner Nähe. Ich will euch mit dem Ding hier noch nicht spoilern. Rücksenderding. Rechnung. Und noch mehr zum Rücksenden. Gut, das werden wir hoffentlich nicht tun müssen. Ich verstehe das mal. Alles brav da drüben. Man sieht schon, es ist eine Mütze. Es ist eine Mütze. Gucken wir uns die. Gucken wir uns das mal an. Es ist eine Mütze. Verpackungsmaterial. Verpackungsmaterial, Verpackungsmaterial. Schade. Schade. Noch mehr Verpackungsmaterial. Okay, die ist komplett zugeschweißt, nicht zum Aufkleben, zum Kleben, zum Aufmachen. So. Man hat's schon gesehen, glaube ich, aber einfach nochmal deswegen. Pokémon. Bioworld Europe. Catch 'em all. Man erkennt es eigentlich schon an dem Dingens hier. Es ist natürlich eine Pokémon Snapback. Und zwar eine mit einem wunderschönen Pokéball vorne drauf. Jetzt machen wir die mal auf. Schnappen uns hier das hier raus. Ach, guck mal, da steht auch noch mal Pokémon. Das kann ja nirgends genug stehen. So. Ist immer schwer, das hinten rum zuzumachen. So, jetzt habe ich eine neue Snapback-Kappe, von der ich noch
gucken muss, wie ich sie am besten trage. Und ja, den Zettel hier, den muss ich noch abmachen. Fühlt sich aber vom Tragen her ganz gut an. Muss sagen, der Pokéball ist auch ziemlich nice verarbeitet. Also ich mach mal hier näher ran. Ist super geil vom Gefühl her, wenn man drüber geht. Sieht auch ziemlich nice aus. Ich weiß, viele lassen sowas hier normalerweise dran. Ich mach das gerne ab. Ah, kann man gar nicht sehen, ist komplett verspiegelt. Naja. So. Das nenne ich mal eine Kappe. Eine Snapback. Vielleicht mache ich sie noch einen Punkt weiter auf. So. Pokémon. Ja, ich würde sagen, damit mache ich mich jetzt draußen auf den Weg, noch ein paar Pokémon zu catchen. Und der Karton ist leer, das Verpackungsmaterial. Kann doch platzen. Ich bringe den Müll raus. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal. That's all, folks. Ebony, that's all, folks.